Hallo lieber Skorpio und herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Frühling 2024 auf dich zukommen wird. Beachte bitte immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was kommt im Frühling 2024 auf Skorpion zu? Bitte 7 der Schwerter, gut. 7 der Schwerter, so alleinstehend, steht für Taktik, für strategisches Vorgehen, okay? Wie zeigt sich das dann im Alltag? 7 der Schwerter zeigt sich dann im Alltag vor allem dadurch, dass du Menschen meidest. Wenn man an Strategie und Taktik denkt, dann denkt man sehr schnell an so Filmrollen oder so. Irgendwie Michael Douglas und so, der hat doch, was war das, Wall Street Film und oder solche Dinge kommen einem in den Sinn. Aber nee, das ist König der Schwerter. Das ist nicht, 7 der Schwerter ist im Alltag das Meiden von Gesprächen, man meidet Telefone, man meidet Nachrichten, man versucht den Leuten auszuweichen, wirst irgendwo eingeladen, lehnst ab, man bittet dich um Hilfe, ich antworte dir morgen, ja, und morgen gibt es keine Antwort, also du bist hier, jetzt schon wieder, sorry. Du bist hier im Frühling oder hast du den Eindruck, dass du immer wieder zu gewissen Dingen gezwungen wirst, die du eigentlich gar nicht in deinem Leben haben möchtest? Mit 7 der Schwerter habe ich den Eindruck, Skorpion, dass es gewisse Entscheidungen... Siehst du rennst hier vor 2 der Schwertern davon. Also es gibt hier eigentlich gewisse Entscheidungen, die du treffen musst, aber meidest, okay? Ein Menschen, den du magst, ein Menschen, der bereichernd ist, ein Menschen, der dir gefällt, antwortest du. Das ist, dann antwortet man meidet diesen Menschen nicht, aber du meidest diesen Menschen. Du sagst dich, oder entweder meldest du dich gar nicht zurück, ja, antwortest gar nicht, oder du sagst, ich melde mich nächste Woche und dann meldest du dich nächste Woche nicht. Ja, Kopf, Skorpion, renne hier nicht vor diesen Entscheidungen davon. Du bringst dich nur selbst dann in eine schwierige Situation. Eigentlich musst du auch ganz einfach entscheiden und sagen, du, ich will mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben und dann, oder, es offen sagen. Anstatt hier immer auszuweichen. Man muss hier Grenzen setzen, ja. Du musst hier Grenzen setzen und und das tust du eben nicht. Stattdessen meidest du den Kontakt. Okay. Gut. Fünf der Stäbe. Hier habe ich die Skorpionkarte liegen. Okay. Hier habe ich 7 der Schwerter, hier habe ich 5 der Stäbe. Das macht zusammen die 12, die Vorkarte von der Todeskarte ist die 12. große Arkana, der Gehängte. Das ist der, der sich an den Füßen aufhängt, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, ja, nichts gibt sozusagen. 5 der Stäbe hier, ich habe den Eindruck, da gibt es irgendein... Irgendwo in deinem Leben gibt es ein chaotisches Umfeld, eine chaotische Atmosphäre. Entweder hast du hier einige Leute gedatet und jetzt ist da ein Durcheinander. Vielleicht hat der eine sogar vom anderen erfahren. Oder 5 der Stäbe ist deine Familie, ja, wo immer alles durcheinander ist. Okay, und immer schlimmer wird, je mehr man versucht, miteinander auszukommen. Vielleicht ist das auch deine Clique hier, ja, die die ganze Zeit Reibereien untereinander hat, anstatt gute Zeiten miteinander zu haben. Okay, schau mal, das, was hier jetzt abgebildet ist, ist sehr radikal. Und um eine solche Entscheidung treffen zu können, braucht es schon eine gewisse Selbstsucht. Und weißt du, ja, das ist der Tod, der hier in Richtung Hierophant reitet, ja. Und ich sag's dir ehrlich, ich bin Stier, Skorpion. Ich habe hier Hierophant, ja. Hierophant ist Stier. So etwas mache ich. So, ich führe das so durch.
weil ich die entsprechende Selbstsucht habe, diesen Egoismus habe ich. Du hast das nicht, Skorpion. Du hast dem eigenen Wo. Man denkt hier, oder um hier mit der Todeskarte sagen zu können, hey, weißt du was, verpisset euch alle, ja, muss man schon sehr auf das eigene Wohl bedacht sein und keine Angst davor haben, Menschen das Herz zu brechen, um das eigene Wohl zu wahren. Ja. Und das hast du nicht. Ja, das hast du nicht. Es ist, also unsere großen Arkanas sagen uns nicht, wie wir sind, sondern wie wir sein sollen, um unser höheres Ich erreichen zu können. Ja? Unsere Sternzeichenkarten sind manchmal eine Warnung, manchmal ein Hinweis, aber nie wirklich ja, eine Beschreibung unseres Charakters. Ja? Schütze hat zum Beispiel Mäßigkeit, muss sich mäßigen, um die Lebensqualität zu erhöhen. Ja. Steinbock hat Teufel, muss sich fernhalten von Süchten, ja, sonst geht es abwärts bei Steinbock. Bei anderen vielleicht nicht so, aber bei Steinbock ganz krass. Und bei dir, Skorpion, ist deine Lebensaufgabe auch manchmal ganz radikal, ja, Menschen zurücklassen zu können und gar nicht mehr zurückblicken zu können, also zu müssen. Ja, also gar nicht mehr erst zurückzublicken danach. Also kann ich mehr reden. Das würde dich dann hier zu deinem höheren Ich hier führen. Und das ist jetzt auch sehr interessant. Also jetzt, du bist Skorpion, ich bin hier Stier. Das sind zwei konträre Sternzeichen. Und vielleicht ist dir aufgefallen, Stiere und Skorpione verstehen sich entweder überhaupt nicht oder sie ergänzen einander und verstehen sich dadurch sehr gut. Und das ist interessant. Also Stier müsste lernen, sorry, dass ich jetzt hier ein anderes Sternzeichen noch erwähnen muss, aber Stier müsste zum Beispiel lernen, weniger radikal mit ihrem Umfeld umzugehen und manchmal, fünf der Stäbe, Menschen so chaotisch akzeptieren, wie sie sind. Ja, nicht immer so streng sein und du musst das Umgekehrte lernen. Das, was Stier von Natur aus macht, dieses Pff, hier ist die Grenze, da kommst du nicht rein. Ist mir völlig egal. Ja, das will ich nicht und das stört mein Wohl. Das musst du ein bisschen lernen, Skorpion. Das ist dein Konträrzeichen. Ist auf dem Tierkreiszeichen, da liegt es auf der Gegenseite. Du kannst zum Beispiel, kannst du ja durchlesen, wie Stiere ticken und oder dir das als Vorbild nehmen. Ja, man sieht ja auch hier, du reitest hier in Richtung Hierophant. Wenn du mehr wie Stier wirst, wird die Sonne für dich aufgehen. Ja. Zwei der Kelche. Okay. Ah. Du hast da jemanden im Sinne, Skorpion. Du bist interessiert an diesem Menschen, du siehst hier sehr viel Potenzial mit diesem Menschen. Zwei der Kelche hier, achte große Arkana hier, 10 hier. 2 plus 8 macht 10. Und du siehst hier ja eine Gefahr in Bezug auf diesen Menschen. Ich habe den Eindruck, dass du auf jemanden stehst, Skorpion, und hier auch bisher mitbekommen hast, dass dieser Mensch auf dich steht und dir, deine Clique oder deine Familie oder sonst wer peinlich ist. Das ist so dieses, oder? Oh Gott. Er, sie darf meine Clique auf keinen Fall kennenlernen, ja. Er, sie darf auf keinen Fall meine Familie kennenlernen, darf auf keinen Fall wissen, wie meine beiden Brüder sich die ganze Zeit ja in den Haaren liegen. Es wäre ja oberpeinlich, sagst du. Dieser Mensch würde hier sonst gar nicht hier ja dieses Happy End mit mir sehen, ja, würde denken, ne, die ist genauso verrückt wie diese Leute da, ja. Und deswegen muss ich hier schauen, 7 der Schwerter, dass ich hier an keine Grillpartys gehe, an keine Familientreffen hier gehe, Ostereier sammeln, nicht mit mir, ja. Irgendwie Pfingsten zusammen feiern. Hau ab, ja, das ist so das. Du willst hier das hier fernhalten. Warum? Weil du hier bei diesem Menschen, ja, auch mit diesem Löwen hier, die Lösung darin siehst, so gut wie möglich das Wilde in deinem Leben zurückzuhalten. Ja, siehst du hier diesen Löwen? Ja, das ist das Wilde.
hier sind die Wilden. Also irgendein soziales Konstrukt in deinem Leben, Skorpion, ist wild und du siehst hier die Gefahr, dass diese Menschen auf irgendeine Art und Weise deinen Ruf ruinieren könnten, ja, und dementsprechend weichst du hier aus, um hier diese Sache hier mit diesem Menschen nicht kaputt zu machen. Okay. Fünf der Münzen hier. Hier wird dann sehr viel, oder? Fünf der Münzen hier, fünf der Stäbe hier, fünf der Münzen hier. Du wirst dir hier einiges anhören von dieser Clique, von dieser Familie, von denen du dich hier raushältst, okay? Die du hier auf Abstand hältst. Hier mit zwei der Kelche und hier mit der Kraftkarte sehe ich, dass sich hier die Verbindung zwischen euch beiden, du siehst hier auch diesen Löwenkopf einfach nochmals als Hinweis, wird sich das noch weiter verstärken und du bist da der Meinung, dass diese Stärkung der Beziehung gestört werden könnte durch diese Menschen hier. Und deswegen meidest du eben, wie gesagt, den Kontakt hier, wirst dir hier mit fünf der Münzen einiges anhören müssen von deiner Clique, von deiner Familie. Ja, diese Menschen fühlen sich von dir verlassen, von dir ignoriert, aber gut. Also ich habe hier fünf der Stäbe, hier habe ich fünf der Münzen. Siehst du hier diese fünf der Schwerter, die du hier mit dir trägst? Ja, fünf der Kelche gibt es dann auch. Das sind alles Trennungskarten. Und die fünfte große Arkana ist der Hierophant. In jenem Moment, wo du sagst, okay, ich konzentriere mich jetzt auf mein höheres Ich und lasse dafür all das zurück, was meinem höheren Ich nicht mehr dient, und zwar radikal, ohne zurückzublicken, Skorpion, dann erreichst du deine Sonne, dann erreichst du deinen Sonnenaufgang. Ja. Ich werde jetzt hier auch Monat für Monat schauen, was auf dich zukommt. Vorher schaue ich mit diesen Karten, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft, und dann schaue ich, was im März, April, Mai in den Einzelmonaten auf dich zukommen wird. Überall da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte und hier mit diesen Karten schaue ich, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Den Link zur Fortsetzung Skorpion findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!